Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Eastshade. Wir haben uns anscheinend in ein unterirdisches Gewölbe gewagt und treffen jetzt das sogenannte erste Volk. Die etwas zurückhaltend sind, deshalb dürfen wir nicht beleidigt sein, wenn sie sich merkwürdig verhalten. Wo kommt denn der Rauch her? Brennt sie irgendwo? Achso, aha, ich war noch in der Hocke. Gar nicht gemerkt. Da sind die Schimmersteine, wo er meinte, die haben sie zuhauf an den Wänden. Schönen guten Tag. Oh, nein, ich wollte euch nicht Entschuldigung, ich gehe schon. Wohin muss ich denn? Oh, interessante Zimmeraufteilung. Okay. Sagte er nicht, sie benutzen Fossilien als Währung? Oder ist das eher eine Malerei? Oh, oder ist es das, was er meinte, was seine Schwester macht? Ja, tatsächlich. Sie macht die Malereien an den Wänden. Well, this is our home. What do you think? Es ist sehr gemütlich und ich finde die Malereien wunderbar. Oh, that will make us all feel very proud when I tell the others. I am glad you like it. We have been expanding for many generations now. We believe, as your own scholars do, that we Machra were indeed the first folk to settle here. Our legend has it that the great sea captain Ilanit and her crew landed here after being lost at sea for 1,000 days without food or water. Was? Das kann man doch gar nicht überleben. It's probably a bit exaggerated. But I do think Ilanit was a real person and truly fearless. She braved the ocean after all. I can think of nothing more terrifying than this. Ich habe dem Ozean auch ein wenig getrotzt. No, really? The sky speaks to me, but the ocean? No. Ja, das ging nicht ganz so gut. Wobei, ich will mir jetzt eigentlich auch keine Angst machen. Es ist, na gut, wir sind mal ehrlich. Unser Schiff ist gesunken. Wow. Well, I'm glad you made it, so that we could find each other and become friends. Well, here is some glowstones. 70? I hope that's sufficient. I truly am glad to have met you. You have taught me so much. I was thinking, one day I may want to go from here, go into the world, just to see. Do you think the Skyfolk would welcome me? Ja, wieso denn nicht? Also hart wird's, denke ich, nicht. Also bisher waren ja alle Einwohner ziemlich nett zu uns. Ich würde sagen, es ist im Bereich des Möglichen. Oh, that would be incredible. But I'm not ready yet. One day. I think your visit here will go a long way with my people. Now that they've seen you, a perfectly friendly one, it will plant the seed of acceptance. I dream that one day the Machra can be friendly with the Skyfolk. I feel both our cultures would be richer. Ja, das wünschte ich mir auch. Dann bräuchtet ihr nicht hier unten leben. Ihr scheint ja doch den Himmel zu verehren. Also wäre es doch schön, wenn ihr auch unter freiem Himmel leben könntet und nicht nur bei Nacht. Okay. I'll let you look around a bit. Then I'll take you back. Oh, was? Aber ich darf doch wiederkommen, oder? Ich muss aber dazu sagen, du warst ein bisschen zu großzügig. Das musst du auf jeden Fall noch lernen für die Oberwelt. 70 Schimmersteine? Ich glaube, 30 oder 35 war das Höchste, was wir verdient haben. Ich verstehe ja, dass du mir dankbar bist, aber 70 ist ein bisschen zu viel. Okay, also Edelsteine oder Schimmersteine haben sie ja im Überfluss und auch in großer Anzahl.
Was macht ihr da? Was? Nein, nicht auf die Knie fallen. Ich wollte nur gucken. Leben hier auf jeden Fall sehr schön. Ach, von da kam der Rauch. Wobei das immer noch verwirrend ist. Oh, Entschuldigung. Ist das die Küche oder warum raucht das hier? Es kommt irgendwie aus den Krügen, aber irgendwie auch aus dem Boden. Oh. Ich kann leider nicht sehr hoch springen. Das ist ja kristallklar, das Wasser. Aber schade, dass ich hier mit niemandem reden kann, außer mit unserem Freund. Ich hätte gern seine Schwester kennengelernt. Kannst du mir noch deine Schwester zeigen? Are you ready? Ach, ja. Ich hätte schon gern noch deine Schwester kennengelernt. Farewell, my friend. Sehen wir uns wieder? Alejo? Hoffentlich sehen wir uns irgendwann wieder. Wir könnten... Moment, wir können ja... zu Mut Willow. Vielleicht kann sie uns noch was dazu sagen, wie wir da hinkommen. Dann können wir alle hier nochmal besuchen. The clever painter back again. Use the tincture well, my friend. Oh ja, erzähl mir was von den nächtlichen Trommlern, bitte. Ah, it was you they saw in the dead of night. That makes sense. All is right. You see more than others do. That's all I'll say. Away with you. Was? Hä? Den Hinweis habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich sehe nicht mehr als die anderen hier. Soll das heißen, ich übersehe etwas? Ist die Frage, die Trommler in der Nacht, müssen wir da jetzt noch was zu tun oder ist das bereits erledigt? Ach ja, das ärgert mich hier immer noch. Ich glaube, ich habe die Gelegenheit verpasst, mich irgendwie an Ingolf vorbeizuschleichen. Ich würde das in irgendeiner Nacht gerne nochmal versuchen. Ja, und das mit dem Heißluftballon würde ich auch gerne mal noch lösen, aber wir probieren jetzt erstmal diese Blein. Ich möchte endlich auf den großen Baum. Ich möchte wissen, wer da wohnt. Wo ist denn da hinten ist diese Blein dafür? Ah,
wieder ein traumhaftes Wetter. Der perfekte Tag, um an einer Zipline lang zu rutschen, zu fahren, zu fliegen, wie man es nennen möchte. So, das ist die zum Baum, ne? Hui! Oh Gott, bloß nicht runter gucken. Wie komme ich hier eigentlich? Was muss ich machen, wenn ich ankomme? Muss ich was machen? Ah, bin automatisch schon gelöst. Roshanaras Haus. Erstmal drumherum gehen. Nein. Haha. Wir räumen hier mal ein bisschen auf. Das ist, zur Begrüßung räumen wir bei Leuten immer ein bisschen auf. Schönen guten Tag. Oh. Sehr klein hier, bitte. Greetings, Traveler. Would you like your fortune read? Kannst du denn die Zukunft sehen? Look around. You are a guest in my place of solitude and calm. Here I am uninhibited by the clutter and chatter of all those people in the city. Here, my mind is free. My soul balanced. Ich halte es eigentlich für keine gute Idee, zu wissen, was in der Zukunft auf einen wartet. Aber wir können es mal ausprobieren. Beautiful, beautiful. Before we begin, I have one request. Ich meine, wir haben ja schon Erfahrung mit mysteriösen Tränken. Hat uns momentan noch nicht so viel gebracht, dieser Mutwillus-Tinktur oder was das war? Aber wir haben das ja schon praktiziert, also könnten wir das auch weiterhin machen? Was muss ich denn machen? Tell me, what do you know of the Black Thistle of Eastshade? Kein Pflücken oder Ausreißen? Ah, oh, I see, I see. To read a proper fortune, I must have a sprig of black thistle. Was? Nein! You bring one to me? Aber es ist verboten, das mache ich nicht. Of course you can pick it, child. Who's to say I didn't place those signs there, so I'd never run out of thistle? Dein Ernst? Du warst das? Not per se, but I peered into the future. One of the perks of being a seer, you know. And I can say, with certainty, that no one else will notice if a single sprig is taken. Dafür muss ich nicht in die Zukunft sehen. Aber trotzdem macht man sowas nicht. Ich wollte mich dran halten. Ich bleib konsequent. Es tut mir leid. Ich werde keine Schwarzdiste pflücken. But you have such a lovely fortune, child. Are you certain you want to give that up? Ich werde keine Rolle dabei spielen, Pflanzen zu schädigen. Not many around Eastshade are as principled as you. What an impressive person you are. Danke. Oh, you silly traveler. I am but a keeper of these grounds, helping to take care of the tree and its undergrowth. I only pretend to be a fortune teller to seek out the wrongdoers. Im Ernst? Moment mal, wechselst du deine Rollen nicht ein bisschen zu häufig? Yes. Seems people would do anything to hear their fortune. Also hast du mich angestiftet? I had to test the strength of your dedication. Das ist tatsächlich eine merkwürdige Art, die Pflanze zu schützen. You have made the right choice. You gave up knowledge of your future to preserve the future of the Great Shade. If you want to help the park even more, I encourage you to collect 5 scragweeds from the forest. Those weeds do a lot of damage to the Black Thistle and the Great Tree as well. Okay. Ich versuch's. Ich nehme mir dafür die Kerze.
Was haben wir denn da alles aktualisiert bekommen? Ach, ich habe die Strangkräuter schon. Hä? Nein! Ich habe gar keine Schwarzdisteln gepflückt. Lüge! Das Tagebuch lügt! War doch gerade irgendwas noch aufgegangen, ne? Also das hier ist klar gelogen. Ihr seid meine Zeugen. Ich habe nicht einmal eine Schwarzdiste gepflückt. Und was sind die Strangkräuter? Hab ich sowas überhaupt? Ach, wo ich immer dachte, das ist so Wurzelzeug. Have you collected any invasive scragweeds? Jo, bitte. Beautiful. Simply beautiful. Oh, I do apologize for all the trouble I gave you, traveler. Anytime you want to make Eastshade more beautiful, do bring back more weeds. I'll compensate you handsomely. Hm? In welcher... Wow, was? 20 Schimmersteine für 5 Wurzeln? Any weeds for me, traveler? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Was machst du eigentlich damit? I still like to have a few secrets of my own. Farewell, traveler. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir vertrauen kann. Du bist wie so eine, wie hieß die Schlange bei König der Löwen? Die einen immer so hypnotisiert hat mit ihrem Lied? Ich bin mir nicht sicher, wie man ihr vertrauen kann. Boah, so viel Geld haben wir schon. Moment mal, jetzt verkaufen wir 21 für 3 Schimmersteine? Echt jetzt? Ah, wir kriegen 3 Schimmersteine für 1 Strangkraut. So, das muss reichen. Ich traue dir trotzdem nicht. Aber du hast Schimmersteine. Nur dieses eine Mal. Denn wir verkaufen ihr nie wieder was. Oh, das ist so cool. Ob ich an der Zipline auch malen kann? Vermutlich nicht. Da bekommt die Aussage, ein fahrender Künstler, eine ganz neue Bedeutung. So, wir haben ja noch... Ja, wir haben noch massig Zeit. Dann gehe ich nochmal darüber... So, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendein Gebäude. Wir gehen einfach nochmal hin. Und wir müssen ja immer noch dieses Amulett finden. Da würde ich nochmal ganz gezielt den Strand absuchen. In der Hoffnung, dass wir dort fündig werden. Ach, du warst auch so eine Art Gasthaus, so eine Zwischenstation für die Reise. Das haben wir schon gelesen. Mit dir kann man nicht reden. My great-great-grandparents built this lodge. It's held up pretty well, I'd say. With any luck, it'll stay up for many more generations. Ach so, okay. Hier gab's nicht so viel. Wir haben doch Zeit. Ich glaube, in die Richtung ging es ja zu dem Strand mit dem Amulett, wenn ich mich nicht irre. Ja, da drüben ist Nava, da muss das da unten der Strand sein.
Amulett. Sorry, I don't feel like chatting right now. Ich glaube, das hatten wir dich alles schon mal gefragt. I don't feel like chatting right now. Ja. Und du würdest vermutlich eh nicht reden wollen, solange wir dein Amulett nicht gefunden haben. Ich habe wirklich diese kleine Insel da hinten in Vermutung, im Verdacht. Aber, naja, wir kommen nicht rüber. Aber da er sich hier aufhält, muss das Amulett hier irgendwo sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Nava verloren hat. Da würden wir uns ja dumm und dämlich suchen. Ha, was ist das? Ah, scheint nur ein Stein zu sein. Aber dieser Bretterhaufen hier ist verdächtig, oder? Holzhaufen. Versteckt sich doch bestimmt hier irgendwo das Amulett. Vielleicht ist die Formation ja jetzt entscheidend. Dass die ein X bilden? Na gut, die bilden ein X, aber hier war nichts. Vielleicht mehr da drüben? Hier so könnte ich mir vorstellen, vielleicht. Oder er hat es im Wasser verloren. Dann müsste es ja hier irgendwie an den Strand gespült werden. Doch mal einen Tipp. Wie sieht denn dieses Amulett aus? Wonach suche ich denn hier? Leuchtet es vielleicht, wenn irgendwie die Sonne in einem gewissen Winkel drauf trifft? Hat es einen Edelstein drin? Oder ist es ein Amulett aus Holz oder nur aus Stein? Ich brauche Hinweise. Da hinten könnte ich es mir noch vorstellen. Wobei es ja hier schwierig wird mit den Felsen. Da hinten ist ja schon die heiße Quelle. Nee, ich glaube hier nicht. Wir entfernen uns auch zu weit. Wir müssen vermutlich irgendwie da auf diese Insel kommen. Ich würde sonst offscreen mal den Strand ein bisschen absuchen. Sollte ich dabei das Amulett finden, starte ich dann direkt die Aufnahme für die nächste Folge. Ansonsten dürfen wir es vielleicht jetzt noch nicht finden. Vielleicht gibt es ja in der Stadt irgendwelche Hinweise, aber eigentlich haben wir auch schon mit allen Bewohnern gesprochen und das Amulett war nirgendwo Thema. Also es war keine Auswahlmöglichkeit, darüber zu sprechen. Es muss also hier sein. Da er uns keine Hinweise gibt, kann es nicht allzu weit von ihm weg sein. Ja, ich mache das mal so. Also ich werde jetzt mal ein bisschen den Strand absuchen und wir sehen uns dann hier wieder in der nächsten Folge oder dann, wenn ich nicht fündig wurde, gehen wir weiter zum Turm, damit wir dann in der Nacht nochmal unser Glück versuchen können, da reinzukommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ciao!